Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ich habe eine wunderschöne Erinnerung und alle, die mein letztes Video gesehen haben, die wissen, von was ich spreche. Ich gebe euch jetzt erstmal im neuen Video ganz tolle Eindrücke von der Hochzeit und dann geht's zu dem eigentlichen Projekt, nämlich diesem Herbstkranz, den ich euch versprochen habe. Ja, und weil wir die Tische so wunderschön dekoriert haben mit diesen tollen Kürbissen, also mein Favorit ist ja hier dieser gesprenkelte, den finde ich echt mega. Da habe ich mir auch zu Hause einen gegönnt mit so einem Efeu-Rankennest, den fand ich super. Ja, wollte ich euch erst nochmal kurz den, ja, die Rückmeldung von der Braut, natürlich nicht eins zu eins, aber ich muss euch doch mal so ein paar Zeilen vorlesen, weil ich war total gerührt. Es war echt so emotional, weil es hat ihr alles super gefallen. Sie hat geschrieben, dass es mit Liebe zum Detail gemacht war und es hat ihr einfach viel besser gefallen als die Vorgabe. Und die Vorgabe, da war schon, wir haben richtig viele Details bekommen. Wir haben so einen ganzen Ablauf mit Moodboard und da waren unheimlich viel drin. Wie die Weinkisten dekoriert werden sollten und der Welcome-Aufsteller und also ganz, ganz viel. Und wir haben uns da wirklich viel nachgedacht und das Schönste war eigentlich, dass sie schreibt, wenn ich das einfach mal so vorlesen darf, danke, dass ich sie an diesem Tag hatte und dass sie diejenigen waren, der ich ein Leben lang dankbar sein kann, so einen wunderschönen Tag mit so einer wunderschönen Dekoration gehabt zu haben. Und ja, noch so einen ganz herzlichen Abschiedsgruß und wir, als ich die ganze E-Mail gelesen hatte, da standen mir echt Tränen in den Augen und ich glaube, ich war von den Worten eigentlich, ja, war ich genauso gerührt wie sie von den Blumen und man sieht wirklich, also Blumen bringen Emotionen, das ist tatsächlich so und das gefällt mir auch so gut an diesem Beruf. Ja, aber bevor ich jetzt zum Herbstkranz gehe, nein, erstmal zeige ich euch Eindrücke von der Kirche, wie wir die dekoriert haben und in der Location, diese wunderschöne urige Location, was wir da alles gemacht haben, alle Details, das konnte ich euch nicht vorenthalten und dann auch noch dieses tolle Duo Nella e Giancarlo, Italiano, die so toll gesungen haben und die haben extra für uns und somit auch für euch extra für dieses Video nochmal extra ein Lied in der Kirche geprobt. Ja, es war ja noch die Probe, das Hochzeitspaar war noch nicht da und dieser Gesang, der ging einem wirklich so unter die Haut und er war so wunderschön. Also nochmal ein ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön an die beiden und dieses Duo aus Frankfurt, sehr zu empfehlen. Und das zeige ich euch auch im Video, natürlich die Kirche und die Location. Ja, und dann nochmal so eine kleine herbstliche Impression für das Video. Ein schöner Herbststrauß, das ist ein Kohl. Ja, hier ist wilder Wein und das ist eine Calancho, eine kleine und in dem im Strauß sind noch sommerliche Gräser und das macht das Ganze so schön, so zart und dieser Kohl, dieser frisselige Kohl, dieser mit diesen Spitzen, der ist natürlich ein Träumchen. Ja, den wollte ich euch auf jeden Fall gezeigt haben, weil das ist jetzt so ein Strauß, der ist von den Farben her auch, finde ich, ganz toll und was auch wunderschön ist die Bergenie. Die hat hier diese Farben, dieses Lila, diese Ausfarbung wie der Kohl in der Mitte und das ist also eine ganz tolle Farbwiederholung. Ja, kleiner Ausflug in die Blumen. So, manchmal kommt es tatsächlich auch vor, dass Kunden für uns einkaufen gehen und obwohl wir hier im Blumenladen sind, gibt es dann auch mal ganz andere Sachen. Das sind jetzt nur noch quasi die Reste, aber in der Kiste, da war viel, viel mehr drin. Und ich stelle jetzt mal die Reste, die wir nicht reinbekommen haben, die stelle ich mal zurück. Und hier ist das, was wir alles in den Strauß reinbekommen haben. Das ist jetzt hier im Strauß. Der wiegt
der wiegt eine Tonne, der ist wahnsinnig schwer. Und das ist jetzt für einen Wurstliebhaber. Und was wir hier gemacht haben, ist wirklich, wir haben hier die Zwiebel, so ein Säckchen Zwiebel. Wir haben, damit es auch schön fruchtig aussieht, Peperoni rein. Wir haben Äpfel rein, wir haben die Würste angedratet, sogar hier ein Körbchen. Ist das Knoblauch? Naja, auch ein Körbchen ist drin. Auch für Flüssiges, oh, ich kann den kaum mit einer Hand halten. Auch für Flüssiges ist gesorgt. Das Radieschenbündchen sorgt natürlich super für Farbe. Und der Strauß, der hat innen auch noch ein Drahtgitter, damit er stabilisiert ist. Weil es ist der Hammer, was der wiegt. Und wenn man den jetzt mal so im Ganzen sieht, das ist der blanke Wahnsinn. Das ist jetzt also ein Geburtstag und der Herr liebt Wurst. Aber nur Wurst bringt ja keine Farbe, deswegen Farbe muss sein. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, dass wir also in Sträuße nicht nur Blumen reinbekommen, wir schaffen es auch wirklich, die Sonderwünsche unserer Kunden zu erfüllen. Und hier ist der Beweis dafür. So, hallo ihr Lieben, also wir sind jetzt hier an der Kirche und die Hochzeit, von der ich euch letzte Woche die Kürbisse gezeigt habe, die tolle, die haben wir gestern produziert, aber wir waren so im Stress und wir hatten so viel zu tun und wir haben so viel weiße Blumen und Efeu und Eukalyptus verarbeitet und dass ich gestern keine Zeit hatte, das zu filmen. Aber da drin, da wird jetzt geprobt, da ist wunderschöne italienische Hochzeitsmusik und wir zeigen euch jetzt einfach einen kleinen Eindruck. Wir haben jetzt nämlich hier die Bankblumen dabei und die werden jetzt angebracht für diese tolle Trauung. Später geht es in die Location, aber jetzt geht es erstmal in die Kirche und ihr werdet staunen, es gibt jetzt einen kleinen Ohrenschmaus. Kommt einfach mal mit. So, ich muss meine Bänder mal mitnehmen. Jetzt habe ich alle. Okay, rein geht's. Logisch wie immer. Vivo solo te, grande amor.
ist jetzt dekoriert. Wir haben auch noch Halleluja zum gesungen bekommen und es war der Traum. Also Wahnsinn. Eine ausgebildete Mezzosopranistin, wie war das? Ja, Wahnsinn. Also die Dame hat gesungen, es ist unglaublich. Aber jeder kann was anderes. Wir sind jetzt hier in der Altstadt in Kronberg. Es wackelt auch schön, es ist Kopfsteinpflaster. Und wir fahren jetzt hier zu einer schönen, urigen Location mit Fachwerk. Das ist nämlich die Zehntscheuer in Kronberg. Und da gibt es jetzt die tolle Hochzeit, die wir dekorieren. Hab meinen Wagen voll geladen und ich bin auch froh, wenn der nachher leer ist. Weil jetzt kommt nochmal ganz, ganz viel Arbeit auf uns zu, Teil 2. Und da muss ich mich jetzt erstmal hier um diese ganzen Ecken schaukeln schaffen hier. Also, in der Location geht's weiter, weil wir dekorieren erstmal eine Runde. Und ich glaube, ich zeige euch dann erst das Ergebnis. Also, bis gleich. So, also wir haben jetzt die ganze Location dekoriert. Mein Auto, ich habe ja schon den Caddy Maxi, aber der war randvoll. Und wir haben jetzt ganz viele Ecken. Ich zeige euch das einfach mal kurz. Wir haben hier ganz viele Ecken in der Location dekoriert. Wir haben Efeu-Kränze gewickelt mit Eukalyptus, die Heißklebefäden muss ich immer noch mal abmachen. Genau, die Technik darf keiner sehen. Mit Eukalyptus, mit Olive, dass die so ganz lässig dekoriert sind. Die Blütenblätter, die mache ich natürlich ab. Und hier haben wir diese Windlichter benutzt. Und die Laternen, die wollte die Braut gerne auf Weinkisten in den Efeu ringen. Und das alles so ganz lässig ist, ja, die lässig, die Ranken und ganz lässig auch diese Welcome-Aufsteller mit diesen Efeu-Ranken, mit diesen traumhaft schönen, die so wunderschön regelmäßig angeordnete Efeu-Blätter angeordnet haben, diese tollen Ranken. Und ich überlege gerade noch, ich habe noch so ein paar Blüten, ja, bin immer noch mal suchen. Man sieht, die Kisten sind hier alle noch, meine Kisten liegen hier alle noch rum und ich habe gerade noch eine kleine Idee für den Welcome-Aufsteller. Ideen gehen mir ja nie aus. Ich habe natürlich auch viel Drähte dabei und ich fand jetzt, dass man hier die Drahtstelle so stark sieht. Und so, genau, ich wollte noch mal was Blumiges an den Welcome-Aufsteller machen. Und da drahte ich jetzt einfach diese wunderschönen Eustoma, die drahte ich jetzt einfach dran mit so einem Steckdraht. Das ist der Steckdraht, den ich euch ganz oft zeige in den Videos, mit dem man so super viel anfangen kann. So, und wenn ich das jetzt hier habe, ist das gut so? Kleine Frage an meinen Kameramann, ja, passt das? Super, okay. Gut, perfekt. Dann gehen wir weiter. Ich zeige euch einfach mal, was wir hier gemacht haben. Ungeachtet dessen, dass meine Sachen jetzt noch hier stehen, die kommen gleich weg. Wir haben für die Tische, haben wir also in einem schönen dicken Glas ein 8-Stunden-Teelicht. Das muss auch immer in die Mitte vom Glas, dass natürlich die Glaswände nicht heiß werden. Eine Baumscheibe, eine Dahlienblüte, einfach ein bisschen Eukalyptus drumherum gelegt. Ganz lässig, so ganz urig wollte sie es dekoriert haben. Das haben wir auf die Stehtische gemacht. Hier muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Ich habe natürlich immer, dass ich nichts vergesse, meine große Dekoanleitung. Das ist meine Bibel. Ansonsten habe ich ein Problem. Ja, und dann zeige ich euch nochmal. Hier haben wir den Welcome-Aufsteller vom Brautpaar. Auch mit viel Eukalyptus-Olive. Und sie wollte es auch wirklich lässig dekoriert haben. Und die Tische. Und da kommen jetzt die Kürbisse ins Spiel, die schönen, die wir im Laden hatten. Die Tische haben mittig ein Gesteck und da sind auf jedem Tisch sind 5 Kürbisse. Wir haben die mit Efeu, mit Eukalyptus, mit Olive und wir haben noch was ganz Tolles gefunden. Das sind auch so Sachen, ich sage ja immer, man soll diesen Rückschnitt im Garten, man soll das nicht alles wegtun. Das ist eine Zebra-Konifere. Und die ist so schön, weil die passt natürlich wunderschön zu diesem gefleckten, gestreiften Kürbis. Genau der Kürbis, den sie wollte, also in diesen Cremetönen. Und diese Zebra-Konifere, also man sieht es auch hier unten, die ist wunderschön dazu. Und wenn dann heute Abend auch die Teelichter in den Gläsern leuchten und das mittige Gesteck, die Braut wollte übrigens so gern Dahlien. Dahlien haben wir natürlich auch. Ja, und den Brauttisch, achso, und hier noch kurzer Ausflug, auf jeder Serviette ist ein Eukalyptuszweig. Wir haben diesen schönen, bärigen Eukalyptus genommen und die ganze Hochzeit, man sieht auch die Menükarten ist mit dem Eukalyptus und das haben wir natürlich blumig aufgegriffen.
Ich versuche schon wirklich die Wünsche immer zu erfüllen. Und die Brauttafel, die liegt jetzt zwar ein bisschen dunkler, aber die muss ich euch trotzdem noch mal schnell zeigen. Hier die Brauttafel ist im Gegensatz zu den Tischen länglich. Und hier haben wir dann das Grün schön länglich gelegt und haben auch diese Kürbisse schön gruppiert. Gruppieren macht immer super viel Wirkung und haben das Grün so toll am Tisch entlang gelegt. Ja, ich glaube, der Caddy ist jetzt leer und wir sind kaputt und ich glaube, wir haben uns das Wochenende jetzt echt verdient. Aber jetzt geht es dann weiter zum Video, weil das war jetzt wieder so ein kleiner Überblick, was wir aktuell machen, weil ich glaube, das interessiert euch doch immer und ich finde auch immer das echt schön, das euch zu zeigen. Ja. Aber jetzt gehen wir ins Video hier, weil jetzt wickeln wir den Herbstkranz mit den Materialien. Wie ich gesagt habe, die sind nicht so perfekt. Also, ab geht's in den Laden. Bis gleich. Einen letzten kleinen Feinschiff zeige ich euch noch und da filme ich jetzt kurz selber. Ich habe gedacht, das Gästebuch, das muss eigentlich auch blumig dekoriert werden und da habe ich noch die Blüten so hingelegt und ach, ich freue mich, dass ich euch die Hochzeit zeigen konnte und mir läuft's bei dem Gesang in der Kirche, läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter. Ich finde es ein Traum. Kommen wir jetzt erstmal zu den Basics, was man eigentlich für so einen Kranz so braucht. Man braucht natürlich einen Strohrömer in der Größe, in dem man ihn gern hätte. Den gibt es in verschiedenen, manchmal in verschiedenen Stärken und natürlich in verschiedenen Durchmesser. Wir nehmen für den Türkranz oft den 30er Strohrömer. Das ist eine sehr, sehr schöne Größe. Aber für so Tischkränzchen oder so kann man auch mal einen 20er, 25er oder auch einen kleineren sogar. Dann braucht man natürlich einen Draht. Ja, Draht gibt es jetzt hier, diesen Draht auf der Spule, der ist natürlich toll, vor allem wenn es kleinere Kränzchen sind, dann komme ich besser durch diese Öffnung durch. Ja, ist jetzt hier in dem Fall ist die relativ groß, aber sobald ich wickel, wird die natürlich viel kleiner und wenn ich einen stabileren Draht nehmen möchte, dann brauche ich einen Wickeldraht. Ja, das ist am besten dieser grüne Wickeldraht, der ist am günstigsten und ich blende euch die ganzen Produktlinks, blende ich euch mal ein, dass ihr die auch mal, dass ihr die habt. Und wo bekommt man das? Bei Floristik24 gibt es in 15 Ländern, verschicken also in unglaublich viele Länder, haben super faire Preise und du bekommst mit dem Rabattcode Margit, also groß M, der Rest klein, Rabattcode Margit, im Warenkorb eingeben, gibt es 10% Rabatt für alle meine Fans und das ist eine super Sache. Wenn ihr dann also auch noch Rabatt bekommt und ich selber bestelle auch ab und zu bei Floristik24, weil ich die Sachen einfach toll finde. Dann ist natürlich auch noch wichtig eine gute Baumschere. Ich liebe diese Schere, weil die nicht so eine Feder hat, die so rausspringt, wie ich das früher im Garten manchmal hatte. Da hatte ich echt immer einen Hals, wenn die rausgesprungen ist. Und man sieht hier an dieser Schere, die wird hier im Blumenladen echt verwendet, ja, und hält super, schneidet toll. Ich liebe diese Scheren und die ist nicht so groß, die liegt also auch gut in einer Damenhand, ja, das ist jetzt wirklich so eine Nummer kleiner und wir schneiden da auch die ganzen Sträuße damit an. Und wenn wir natürlich einen schrägen Anschnitt machen bei irgendwelchen Blumen, dann nehmen wir auch hier so ein kleines Floristenmesser. Ja, also Floristik24 kann ich super empfehlen. Ist wirklich, ich habe verschiedene Sachen angeguckt, verschiedene Shops, ist der beste Floristikbedarf-Ausstatter und deswegen empfehle ich den immer wieder super, super gerne. Ja, und wenn man das alles hat, dann kann man sich ans Werk machen und dann kann man sich natürlich mit den schönen Beeren und was wir alles haben, kann man da und Moos und mit dem Kranz, dann geht es auch ans Wickeln, aber das kommt jetzt gleich, da geht es nämlich an die Arbeit. So ihr Lieben, nun geht es endlich zu dem Video, das ich euch eigentlich zeigen wollte. Und ich habe hier noch, ich habe das einfach mal aufgehoben. Das war jetzt so mein kleiner Test von vor einer Woche. Das ist jetzt hier der Buchs. Wie man sieht, ist der nach einer Woche, sieht man dem eigentlich gar nicht an, dass der eine Woche alt ist. Den habe ich trocken hingelegt. Ebenso den Rhododendron, der hat sich ein bisschen mehr aufgeringelt. Aber eigentlich ist es immer noch schön. Und kann man die Blätter immer noch gut angucken
Und das ist das, was ich auch meinte. Einfach mal testen, hinlegen und gucken, wie die Sachen nach einer Woche aussehen. Ich finde, der Buchs hat sich super gehalten, der Rhododendron. Kombiniert in dem Kranz wäre der immer noch wunderbar. Aber das war jetzt ja nur der Test. Und deswegen entsorge ich die jetzt auch. Aber es war der Test für euch. Ja, letzte Woche habe ich euch hier so einen kleinen struppigen Haufen gezeigt in die Kamera. Das sind Hagebutten. Das sind diese feinen Hagebutten. Aber die haben so eine graue, überzogene Schicht. Und ich fand die jetzt, die sind natürlich eigentlich nicht so schön. Und dann habe ich meine Mitarbeiterin hat dann gesagt, oh, was willst du denn damit machen? Und dann habe ich gesagt, ach, lass mich mal gucken. Und mein Gedanke war, ich könnte ja diese Hagebutten trotzdem, weil ich finde die eigentlich nicht schlecht. Die sind zum Teil rot, zum Teil grau. Ich könnte die zu einem, ja, in Stückchen schneiden, in einen Kranz wickeln, als graues Element verbinden. Der Stacheldraht, der Callocephalus, liebevoll Kalli genannt von uns, dazwischen gewickelt, damit was Graues ist als Verbindung. Und damit es was schönes Rotes gibt, habe ich hier ganz viele Hagebutten. Ja, so einen ganzen Beutel, so einen großen. Und hier habe ich noch einen Beutel. Also ich bin hier bestens bestückt. Und die werde ich jetzt natürlich erstmal in Stücke teilen. Ja, das heißt, ich nehme von den Hagebutten, ich schneide Stücke, die dann ungefähr so lang sind. Ich halte mal meinen Finger daneben, dass man auch mal einen Eindruck bekommt, wie lang das sein soll. Ja, dass ich diese Stücke so schön reinwickeln kann. Dann mache ich mir jetzt ganz, schneide ich mir ganz viele Stückchen von den Hagebutten. So, alles zurecht. Und das sind jetzt die Hagebuttenstückchen. Moment, ich muss es immer erstmal in der Form zeigen, dass es im Video gut zu sehen ist. Ja, diese Hagebuttenstückchen, die lege ich mir alle daher. Da muss ich jetzt habe ich jetzt eine Weile zu tun. So, dazwischen gibt es auch mal ein paar schlechte. Die kommen natürlich weg. Und manchmal fallen auch welche ab, die noch gut sind. Da bücke ich mich gleich danach. Das ist jetzt eine einzelne. Die kann einfach später geklebt werden. Die wird nicht weggeworfen. Ja, hier sind noch so ein paar Einzelstücke. Sondern die hebe ich auf. Und die kommt später rein. Ja, so am Schluss gibt ja immer noch Lücken. Und hier sieht man auch jetzt diese schönen stückigen Teilchen. So, das war jetzt mal der Schnelldurchlauf meiner Vorbereitungsarbeiten. Also ich habe jetzt ganz viele schöne Stückchen. Ja, so kleine Stückchen. Mal gucken, ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher rücken. Ich muss mal die Kamera ein bisschen, ja, dann seht ihr mehr von der Arbeit. Dann seht ihr zwar nicht so viel von meinem Gesicht, aber ich glaube, no. Hallo. So, jetzt habe ich endlich die Kamera perfekt. Also, jetzt seht ihr alles von meiner Arbeit. Hier habe ich jetzt vorbereitet ganz viele kleine Hagebuttenstückchen. Dann habe ich den Callocephalus geschnitten, meinen Stacheldraht, dass ich den in Stückchen reinarbeiten kann. Die Stückchen, die werde ich mir dann immer mal beim Arbeiten, ja, angeln, beziehungsweise hier nochmal ein bisschen was zurechtschneiden. Und was ich natürlich auch noch habe, wie immer, ich habe eine ganz große, tolle Kiste Moos mit wunderschönen Stücken, ja, so richtig tollen Lappen, weil Moos ist ja immer eine super Basis, um Volumen zu bekommen. Und ich fange jetzt einfach mal an, diesen Kranz zu wickeln, so wie ihr das kennt. Den Draht, den Myrtendraht, ja, ich würde auch diesen Myrtendraht nehmen und keinen Wickeldraht. Den Myrtendraht festschlingen und schon geht's los mit dem Kranz wickeln. Ich lege meine Beeren, meine Früchte an den Kranz an. Wickel, Moment. So, die erste Umdrehung muss ich immer erstmal in den Rhythmus kommen. Wickel hier fest. Ja, und lege dann immer, lege hier Callocephalus. Ich lege die Hagebutten an. So, und mein Gedanke ist, dass ich so eine fruchtige,
ja, mit diesem Fruchtig und mit diesem Grau, dass es so eine gestalterische Mischung gibt, ja. Dass es eben, und da, dadurch, dass das Grau dabei ist, ist es ja auch gar kein Problem, dass da auch graue Beeren sind. Im Gegenteil, es ist eigentlich total schön und belebend, dass die grauen Beeren, die roten Beeren, der graue Stacheldraht, finde ich total cool, die Kombi. Aber wir werden sehen, ob meine Gedanken und meine Vorstellung auch so euren Geschmack trifft. Ich habe zumindest den letzten Kranz, den ich euch gezeigt habe im Video, der war ja auch so ein ganz fruchtiger Kranz. Habe ich den gezeigt kürzlich? Ich glaube ja. Ja, den habe ich gezeigt und den habe ich auch ruckzuck verkauft, weil es muss immer so was Frisches dabei sein. Und der Kranz wäre jetzt zum Beispiel hier auch ohne das Moos, wäre der nicht so schön frisch. Also das Moos, denke ich, muss sein, um diese was Grünes und was Belebendes dazu zu machen. Eine grüne Alternative gibt es natürlich auch noch. Das sind die Dachwurz, die Semper Vivum. Zeige ich euch nochmal. Das sind die hier. Die kann man ja auch hier rausmachen und auf den Kranz machen. Ja, als teilen. Aber in dem Fall wollte ich das jetzt nicht machen. Ich wollte den Kranz jetzt tatsächlich so bärig machen. Das ist jetzt mein Gedanke. Bei der Anordnung muss man halt immer erstmal gucken, Was fehlt gerade von der Gestaltung her. Immer das jeweilige Material nachlegen, das fehlt. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja, ich glaube, man kann es gut sehen. Ich habe die Kamera richtig eingestellt. Mein Kameramann ist heute nicht da. Der kommt bestimmt bald mal wieder. Aber mir kam so spontan die Idee, dieses Video zu drehen. Und dann habe ich den natürlich nicht immer verfügbar. Aber ich glaube, das ist auch kein Problem. Ich bin mittlerweile auch so geübt, die Kamera hier entsprechend aufzuhängen und euch das auch so zu zeigen. Aber mit Kameramann ist natürlich toll, weil der geht ja immer noch mal mit in der Nahaufnahme an die Arbeiten ran. Das ist natürlich sehr schön. Das ist ein Luxus, aber ich würde sagen, es geht beides. Selbst ist die Frau. Und bevor ich das Kränzchen nicht zeige, mache ich lieber einfach so. Ja, das Ganze ist jetzt Fleißarbeit. Wie immer. Immer schön die Materialien anlegen. Immer gut wickeln. Warum nehme ich für dieses Kränzchen keinen Wickeldraht? Also Wickeldraht ist ja der Draht, der dieses lange Holzstäbchen drin hat. Ich kann den auch mal kurz holen und euch zeigen. Wickeldraht. Moment. Einmal kurz Wickeldraht zeigen. Kleinen Augenblick. So. Warum nehme ich für das Kränzchen keinen Wickeldraht? Weil das Stäbchen ist viel zu lang und ich würde das zwar durchbekommen, aber es wickelt sich deutlich angenehmer mit diesem Röllchen, weil ich das Röllchen einfach viel leichter durch die Öffnung durchbekomme. Das nutze ich natürlich gern. Sorry, ich bin so ein ganz kleines bisschen erkältet und ich habe aber trotzdem beschlossen, das Video zu machen. Zum einen hatte ich euch ja auch versprochen, dass ich diese Woche zeige, was ich aus diesem grauen Haufen etwas mache. Und sonst würde ja diesen Samstag kein Video rauskommen. Und zum anderen, weil ich euch einfach unbedingt diese tolle Hochzeit zeigen wollte. Deswegen bin ich den ganzen Tag schon oder die ganzen Tage auch mit Halsbonbons zugange. Aber es ist natürlich auch Selbstständigkeit, dass es ein bisschen schwierig ist, sich krank zu melden und zu sagen, ich bin dann jetzt nicht da. Die Kunden bestellen Sträuße. Es gibt wieder Planungen. Wir müssen für Weihnachten bekommen wir natürlich auch Kerzenlieferungen. Wir müssen Unterlagen bestellen, also gewickelte Kränze und, oh, gleich haut mir der Draht ab. Also es gibt unheimlich viel vorzubereiten im Laden und ich möchte mich eigentlich in dieser Zeit nicht so gern zu Hause hinlegen. Und wenn es mir auch halbwegs geht, dann versuche ich das doch durchzuziehen und werde einfach mal abends zu Hause wieder in die Badewanne hüpfen. Und dann wird es auch schnell besser.
Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich erkälte mich äußerst selten, seit ich hier in diesen Räumlichkeiten arbeite. Und das ist ja hier so ein ganz altes Haus. So, ich habe jetzt mein Kränzchen gewickelt und ich habe natürlich, wie es immer so bei Hagebutten ist, ich habe auf dem Tisch hier noch so wunderschöne einzelne Stücke und denke so, oh, mit denen kann ich eigentlich noch was machen. Und damit die auch da schön reingehen, lasse ich jetzt an der Hagebutte zwar noch so ein bisschen Stiel stehen, ja, aber die kann man so einzeln, wenn die dann so stehen, kann dadurch, dass ich Moos dazwischen gewickelt habe, kann ich die immer noch schön reinkleben und einzeln, und die machen das Ganze dann noch ein bisschen üppiger. Und einzelne Hagebutten, mit denen kann man eh nicht so viel anfangen sonst. Ich würde die jetzt natürlich nicht hier abschneiden, so dass ich die Hagebutte verletze, sondern ich lasse ein bisschen Stiel stehen. Damit ist die Frucht unverletzt und ich kann einfach noch mal ein paar Früchte in so bestimmte Stellen in den Kranz reinkleben. Aber dann ist das Kränzchen auch perfekt. Und ich würde sagen, dann habe ich aus diesen vermeintlich unansehnlichen grauen Beeren, die ja grauen, das sind ja die feinen Hagebutten, aber die waren diesmal, die waren echt nicht schön. Und dann habe ich aus diesen vermeintlich unansehnlichen Früchten eigentlich doch noch was Tolles gemacht. Und ich finde, in der Kombi ist das eigentlich jetzt ein richtig, richtig cooler, abgefahrener Kranz geworden. Aber zeige ich euch mal das Endergebnis. So, noch ein bisschen. Bei der letzten, da wo ich den Kranz geschlossen habe, da muss ich natürlich auch die Stiele rausmachen. So, und jetzt höre ich auf mit Detailarbeit, weil das Problem ist, man könnte eigentlich immer noch weitermachen. Ja? Ich könnte jetzt hier noch bestimmt eine halbe Stunde nochmal Hagebutten reinkleben, einzelne. Das überlasse ich euch dann, wenn ihr euren Kranz macht. Aber tatsächlich ist es bei mir so, ich wollte jetzt das Video machen und ich muss jetzt noch, weil mein Fahrer, aua, Heißkleber an den Fingern, mein Fahrer, den habe ich heute Nachmittag nicht. Und deswegen muss ich tatsächlich noch einfach nochmal ein bisschen was fahren. Und so, ich zeige euch mal hier dieses Kränzchen, das ich jetzt also gemacht habe aus den vermeintlich unansehnlichen Beeren, die ich eigentlich sonst weggeschmissen hätte. Und in dieser Kombination mit dem Calocephalus und mit diesen schönen fruchtigen Beeren, das ist eigentlich nochmal ein ganz cooler Kranz. Und man kann entweder zum Beispiel eine anthrazitfarbene Kerze reinmachen, kann den an die Tür hängen, oder ich mache den auf den Tisch mit einer Kerze. Und auch die Kerzenfarben, da bin ich eigentlich überhaupt nicht gebunden. Da passt jetzt eigentlich wirklich von, ich sag mal wirklich so ein Elfenbein über dieses schöne helle Rot, auch das Weinrot von den dunklen Beeren. Da passt auch ganz viel dazu. Ja, wird auch ein Grünton passen, aber ich würde jetzt einfach so herbstliche, schöne Farben würde ich wählen für die Kerze und die in so einem Gläschen reinstellen. Wäre echt cool. Oder auch eine Stabkerze wäre auch toll, ja, die dann eben so erhaben ist. Ja, und theoretisch könnte man sogar diesen Herbstkranz auch irgendwann weihnachtlich umwandeln, indem man da einfach ein paar weihnachtliche Kügelchen reinmacht. Also das ist auch der Schritt vom Herbstkranz zum Adventskranz, der ist eigentlich so klein. Das ist dann immer eine ganz tolle, ja, ist immer eine tolle Abwandlung, und auch das habe ich schon manchmal gemacht. Ich hoffe immer, dass diese Kranzidee euch gefallen hat und dass ihr euch inspiriert fühlt, auch aus Materialien, die man eigentlich nicht so schön findet, immer noch was Tolles zu machen. Und ich freue mich über euer Zuschauen, ich freue mich über eure Treue und ich sage einfach dann bis zum nächsten Mal. Irgendeine Idee, die kommt mir schon wieder bis nächste Woche. Keine Sorge. Also, macht's gut. Tschüss.